Die Jäger der Pumas. Fische lassen sich heute Morgen nicht fangen. Wir müssen los. Es ist dringend. Was ist denn? Komm schnell. Du kannst später weiter fischen. Können Sie die Pferde nur so grausam behandeln? Komm schon, na los! Na los, du wirst dir doch gehorchen! Beweg dich endlich! Ja, was hab ich gesagt? Ich habe einen Puma gesehen, da hinten bei den großen Eichen. Ja? Diesmal entwischt er uns nicht. Wir müssen die Pferde nur noch mehr antreiben. Diese lahmen Gäule, sie sind schuld, dass wir nie was erbeuten. Ja, aber Pumas sind nun mal schneller als Pferde. Dann müssen sie eben genauso schnell werden wie die Pumas. Ich zeig dir mal, wie man mit ihnen umgeht. Na los, galoppier schon! Worauf wartest du noch? Mir nach! Na los, im Galopp! Mach schon! Ja, Kari, wir müssen was tun. Ja, du hast vollkommen recht. Stehen bleiben! Hä? Ho! Hört auf, eure Pferde zu schlagen! Wer bist du? Du hast uns keine Befehle zu erteilen. Ich bin Yakari. Unser Stamm hat hier ganz in der Nähe sein Lager. Und ihr habt kein Recht, eure Pferde so zu misshandeln. Ach ja? Ihr habt kein Recht. Hm? Wie kommst du darauf? Wir Sioux achten unsere Pferde, genau wie alle anderen Tiere auf dieser Erde. Dann merkt ihr eines gut, Yakari. Ich habe sehr große Hochachtung vor den Tieren und ganz besonders vor Pumas. Darum will ich ja auch einen fangen, weil es die schnellsten und am meisten gefürchteten Raubkatzen von allen sind. Und wenn ich diese Trophäe nun erbeute, werde ich der am meisten geachtete Jäger von allen sein. In der ganzen Prärie. Und vielen Dank für die Lektion. Aber jetzt geh mal schön wieder spielen, du Bengelchen. Ein furchtbarer Jäger. Hier, hier. Wir müssen ihm das Handwerk legen, Yakari. Und das alles nur, um die Schnellsten bei der Puma-Jagd zu sein. So werden sie das aber nicht schaffen. Wir müssen sie daran hindern. Meinst du, ihre Pferde zu quälen oder Pumas zu jagen? Na, beides. Jetzt habe ich die Idee. Wir machen das so, kleiner Donner. Du kümmerst dich um die Pferde und ich kümmere mich um die Pumas. Ich weiß, wo sich ihr Revier befindet. Da, frische Pumaspuren. Sie können nicht weit sein. Oh! Warte, hör mir bitte zu. Ich heiße Yakari. Ein Menschenjunge, der unsere Sprache sprechen kann? Was hast du hier zu suchen? Ich suche dich. Und aus welchem Grund? Weil ich dich warnen wollte. Du bist hier in Gefahr. In Gefahr, sagst du? Es sind Jäger hinter dir her. Jäger also? Aber wir Pumas fürchten uns nicht im geringsten vor Jägern. Diese kennen keine Gnade. Sogar ihre eigenen Pferde misshandeln sie. Dafür springe ich sehr hoch und klettere schnell auf jeden Baum. Und was ist mit ihr? Hier! Na los! Hier! Komm schon! Los! Versteckt euch! Schnell! Ich stecke fest. Du bist ja trächtig. Die Jäger kommen immer näher. Warte! Danke, Yakari. Oh nein! Geht es dir gut? Sie kriegt bald Nachwuchs. Mit dem dicken Bauch ist sie eine leichte Beute. Die Jäger sind eine echte Gefahr für euch. Ja, das stimmt. Yakari hat recht. Ich kann mich nicht so schnell bewegen wie sonst.
Was wollt ihr erst tun, wenn die Kleinen zur Welt kommen und die Jäger sich an denen vergreifen? Was? Oh nein. Na gut, Yakari. Was schlägst du vor? Ich brauche dabei die Hilfe von euch beiden. Und das ist mein Plan. Ich habe gesehen, wie diese Menschen euch misshandeln. Das dürft ihr euch nicht gefallen lassen. Gegen die beiden können wir ja doch nichts ausrichten. Doch, ich kann euch helfen. Meinst du? Oh ja, und nicht nur ich. Ein Puma hilft euch auch. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ich mag Pumas genauso wenig, aber ich vertraue meinem Freund Yakari. Das ist ein Puma. Hier! Schneller, ihr Ladengeule! Hier! Und fertig, kleiner Donner? Ja! Hier! Na los da! Schneller! Hier! Soll ich aufholen, Yakari? Noch nicht! Hier! Weiter! Es klappt! Sie folgen dem Puma, genau wie ich dachte! Wieso? Da ist das Kind von heute Morgen. Zeig ihnen, wer hier schneller ist. Was hat er vor? Gut so, wir sind fast da. Der will uns wohl glatt den Puma wegschnappen. Jetzt kann es losgehen. Nichts mehr sehen. Genau wie geplant. Meinst du, er kann bis hier hochklettern? Ach, was Unsinn. Hier kommt er unmöglich rauf, du Dummkopf. Ja, aber er ist da! Jetzt komm ich. Geh weg, du Ungeheuer. Lass uns in Ruhe. Na, verläuft die Puma-Jagd denn auch nach euren Vorstellungen? Ja, sicher doch. Sehr gut. Alles verläuft genauso, wie wir es wollten. Ich könnte euch helfen, wenn ihr möchtet. Unsinn. Verschwinde. Wir brauchen keine Hilfe von einem kleinen Kind. Ich kann den Puma hier sofort wegschicken. Er kennt mich sehr gut und hört auch auf mich. Na, dann tu's doch endlich, wenn du so toll bist. Allerdings müsst ihr dafür zwei Dinge versprechen. Ihr lasst die Pumas für immer in Ruhe. Ja, machen wir. Wir werden niemals wieder losgehen auf so süße Pumas. Mhm. Und ihr müsst aufhören, eure Pferde so zu quälen. Natürlich, das versprechen wir, mein Junge. Mhm. Kommt nicht in Frage. Wir machen mit unseren Pferden, was wir wollen. Na, dann gehe ich eben. Gut. Was versprichst du denn für einen Quatsch? Das war unsere einzige Chance, hier heil runterzukommen. Ich sagte dir doch, halt den Mund, wir schaffen das auch allein. Jetzt seid ihr zwei an der Reihe. Rettet sie, dann werden sie euch dankbar sein. Oh, unsere Pferde. Wir lassen uns vorsichtig runter. Verflixt! Diese dummen Viecher. Nun bleibt ihnen nichts mehr anderes übrig. Du lieber Junge, Yakari, wir werden nie wieder Pumas jagen. Das versprechen wir. Und wir werden auch nie mehr unsere Pferde schlecht behandeln. Sie haben es wirklich begriffen. Also lauft schon. Unsere Pferde! Endlich! Sie kommen, um uns zu retten. Unser Plan funktioniert. Da
Danke, dass ihr für uns da seid. Gut gemacht, Pumas. Die hatten jetzt aber wirklich Angst. Ja, und dank dir, Yakari. Werden uns diese Jäger in Zukunft in Ruhe lassen. Und auch niemals wieder ihre Pferde quälen. Ihr wart sehr tapfer und treu. Danke, ihr Pferde. Noch nicht zu Ende, kleiner Donner. Ich begleite dich zum Fluss, dann kannst du noch ein bisschen Fische fangen.